Hallo und herzlich willkommen zu unserem Stardew Valley Together Projekt, Part Nummer 5 müsste das jetzt sein. Ja. Und es regnet. Schaust du nochmal in den Fernseher bitte? Ja, ich bin gerade auf dem Weg zum Fernseher, mich informieren. Der Wetterbericht für morgen allerdings halt. Hatten wir also für heute Regen gekriegt, oder was? Jo. Morgen das heißt, wird es den ganzen Tag klar und sonnig sein. Sehr schön. Wir haben noch die Wahrsagerin, die können wir uns angucken, das mit der Soße ist Wiederholung. Die Geister fühlen sich heute neutral. Schau dir das mit der Soße an, da gibt's ein neues Rezept, glaube ich. Okay, der Tag liegt in deinen Händen. Aber da steht Wiederholung. Na gut, ich guck trotzdem mal rein. Grüße, ich bin es, die Königin der Soßen. Ich stelle euch köstliche Rezepte aus meinem Geheimkochbuch vor. Das Gericht dieser Woche ist... Es ist immer ein Wochengericht, also sind wir weiterhin bei der Gemüsepfanne. Da brauchen wir nochmal Gemüse, Knoblauch. Sesamöl und Ingwer und Knoblauch. Okay. Mhm. Ja, du weißt bereits, wie man die Gemüsepfanne macht. Ja, und ich wollte mal kurz in mein Hofbuch gucken. Da haben wir jetzt trifft den Zauberer drin. Du hast einen Brief vom örtlichen Zauberer bekommen. Er behauptet, Informationen über das Gemeinschaftszentrum zu haben. Okay, und ich habe einen Fortschritt. Wenn du Erfahrung gewinnst, wirst du neue Rezepte. Ah ja, das war das mit den Rezepten, genau. Wir brauchen eine Vogelscheuche, die Krähen davon abhält, unsere wertvolle Ernte wegzufuttern. Oder, ja. Und das Hallo, wo habe ich da? 19 von 27 Leuten begrüßt. Okay, alles so. Klärchen. Dann gehen wir mal an die Hofarbeit, oder? So. Na, muss ja nicht. Stimmt, es regnet, es wässert mir heute von alleine. Vincent hat Geburtstag und wir haben leider den Geburtstag von Louis verpasst. Ah, Mist! Aber Vincent hat Geburtstag. Hast du schon Vincent kennengelernt? Ja klar, das ist der Junge. Ja, ich glaube, ich habe den auch angesprochen. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Da sind Regenwürmer, wie kriege ich denn die? Mensch. Gar nicht. Wir bekommen den noch nicht. Mist. Okay. So, ich weiß ja nicht, wo Vincent wohnt. Hey du, man sagt doch, bei Regenwetter beißen die Fische gut. Sollten wir heute mal angeln. Ja, ich hab eine Quest, dass ich angeln muss. Ich brauche 3 Heringe und dann bekomme ich schon Willi Geld und darf den Fisch sogar behalten. Okay. Jo. Also Vincent hat Geburtstag. Den könnten wir den über die Karte finden? Wo eventuell. Der wohnt? Oh, es gibt ganz viele Muscheln am Strand. Oh, ich komm gleich. Ich will gerade mal kurz auf der Karte gucken. Ja, ich sammle schon Hammer. Da ist Wäldchen. Da ist Fragezeichen. Schreinerladen. Ah, Sebastian, Demetrius, Robin wohnen da. Warte mal, ich muss mal gucken. Gemeinschaftszentrum, Bushaltestelle, in das komische Ding komme ich nicht hin. Pierres, da ist wohnt Caroline, Pierre und Abigail. George, Evelyn, Alex. Wohnwagen, steht niemand dabei. Haus des Bürgermeisters, Friedhof, Kanalisation. Emily und Haley wohnen in der Weidengasse. Da wohnen Jody, Kent und Sam. Ah, guck mal da. Da ist Manis Ranch. Die ist geöffnet von 9 bis 16 Uhr. Turm des Zauberers. Ach, da ist der. Ah, okay. Das ist unser Hof. Ich habe noch nie so genau die Karte angeguckt, ey. Und da nach oben unten, noch nicht nach da werfen. Oh. Das Zelt, Minen. Weiß nicht, wie das funktionieren kann. Abenteuergilde. Huch, sowas gibt's auch. Ja, ja, ich habe den Joja-Markt gefunden. Der öffnet von 9 bis 23 Uhr. Und ja, da ist klar. Der Schmied. Ja, aber Vincent, wo der wohnt, finde ich so nicht raus. Ich weiß nicht, wo der wohnt. Elliots Hütte. Okay, ja. Na gut, ich komme jetzt erstmal an den Strand, würde ich sagen. Ach, der hatte heute Geburtstag, oder wie? War das? Er hat heute. Oh, wer ist denn das? Hallo, du? Hey, hallo. Ich hab Sebastian. Wenn du Glück hast, siehst du bei diesem Wetter einen Frosch. Oh, das wäre nett, aber was mache ich dann mit dem Frosch? Kannst du mir das auch noch sagen? Hi, bin da. Hast du schon alle Muscheln abgeerntet wahrscheinlich, ne? Jo, hab ich. Da sind wieder Regenwürmer. Wie krieg ich die denn? Kann ich mit euch was machen? Ich kann draufhauen, mehr nicht.
kann ich euch rausschippen. Warte mal. So? Nee, du machst nur den Boden sauber und bekommst. Ich hab Golderz! Ich hab die Würmchen rausgeschippt und scheinbar ist in dem Sand Golderz. Da sind noch ein paar Würmchen. Die schipp ich auch raus. Und hab ein Buch gefunden! Du hast ein verlorenes Buch gefunden. Die Sammlung der Bibliothek wurde erweitert. Stimmt, ich hab ja gesagt, da fehlt ein Buch. Ich hab ja gesagt, da fehlt ein Buch. Cool, Alter, wäre ich ja nie drauf gekommen, dass man so Sachen hier am Strand sichten kann. Ja, im Strand umgraben scheint sich zu lohnen, ey. Soll ich nochmal graben? Zack. Nö, da ist nichts. Schade. Was sind das für Grünzeug da? Gibt's da was? Mir fällt auf, mein Inventar ist so gut wie voll. Okay. Kannst du ein paar Sachen hier nehmen? Ja, Moment, kurz mal, Augenblick. Nee, bleib mal hier. Ja, ich komm. Hier, bin da. Oh, hallo. Wie, noch mehr Fisch? Ach Gott. Ja, ja, noch viel mehr. Oh nee, und ich hab nur noch 3 Plätze. Ich wollte auch nochmal versuchen. Ja, perfekt. Nimm mal die Miesmuscheln noch und dann haben wir beide genug Plätze, um weiterzumachen. Ja, ich komm mit dir. Wir brauchen nämlich noch einen Hering. Hering? Okay. Oh, da steht ein Typ auf der anderen. Ja, das ist Sebastian. Das ist der, mit dem ich eben gequatscht habe, der gesagt hat, man kann Frösche finden. Ich geh mal angeln. Du kannst dich dem mal vorstellen. Jo. Jibbi. Mal gucken, ob ich heute ein bisschen mehr Glück hab mit dem Angeln. Den Ozean genießt man am besten allein, meinst Treffer. Du nicht? Okay, er will nicht mit mir reden. Und wieder nix. Das war wieder so ein Angelfisch, der wollte nicht. Ach, kommst du jetzt zu mir? Irgendwas macht hier ganz, ganz komische Geräusche. Ja. Habe ich jetzt schon mehrmals gehört. Hört sich an wie ein Wal. Okay. Der draußen am Strand heult. Am Meer. Schön nur Regen. Möwen. Ja, das war zwischendurch immer mal. Vielleicht ist es auch einfach Sebastian, der hier den Mond anheult oder so. Keine Ahnung. Ich komme nicht hinter diesem dummen Fischkram her. Ich glaube, das Angeln ist doch nichts für mich, ey. Was habe ich denn da am Anfang so gut hingekriegt? Stand was dabei, wann Vincent feiert oder so? Oder stand da einfach nur, der hat heute Geburtstag? Da stand, der hat heute Geburtstag. Okay. Vielleicht, ja, ich denke mal, der wäre irgendwie draußen gewesen oder so, aber da es regnet. Okay, ein Versuch noch. Und dann höre ich aber auf, du. Dann gehe ich lieber irgendwas umgraben. Hi, Willi. Willi, bleib da. Ist das ein Hering? Nee. Willi, ich angel deine Heringe. Bleib hier. Hm. Oh, ups. Stimmt, der Laden hat jetzt auch schon zu von ihm. Okay. Stimmt, ich hätte Sachen verkaufen können direkt. Egal. Oh nee! Scheiße! Bleib! Ah! Okay, ich geb's auf. Ich gehe nicht angeln. Nein, das ist mir einfach zu dumm. Mir gehen dauernd die Fische flöten. Das wäre echt zu blöd. Ich geh lieber Sachen suchen. Schön Heringe, die bei dir anbeißen. Ich glaube, da habe ich mehr von, wenn ich Sachen suche. Was ist das denn? Das schon mal gesehen? Kann man damit was machen? Nee, oh, da. Nee. Sieht aus wie so eine Statue. Ja, da hatten wir doch auch eine bei uns zu Hause. Ach jo. Ich guck mal, vielleicht sehe ich ja Vincent doch irgendwo. Ich laufe hier einfach mal ein bisschen rum. Oh, hier ist ein schöner Tisch, da kann man sich hinsetzen. Wer wohnt noch mal da? Ich und meine Orientierung. Ich weiß ja nie, wer wie wo wohnt. Das ist, glaube ich, Louis, oder? Mit dem LKW vor der Tür. Nee, das wäre dann eher Pierres im Laden. Nee, hier ist aber auch keiner. Keiner daheim. Okay. Köder? Köder oder gemischte Saat? Ich habe einen Schatz geholt mit 2 Sachen drin. Cool. Ich bin gerade auf dem Kann ich den Seetang da reintun? Hm. Könnt den essen. Wer wohnt hier nochmal? Oh, ich habe den Seetang ins Meer geworfen und nehme dafür die gemischte Saat mit. Kenn ich dich schon? Haley, ach, das ist die, ja.
Ich habe den ganzen Morgen meine Haare gemacht und jetzt wird der Regen sie sicher ruinieren. Ja. Oh, die gibt ein nettes Geschenk ab. Ich muss ein Mädchen finden. Ich hab eine Blume. Ein Mädchen? Dann komm hierher, hier ist Haley. Haley? Nee, die mochte mich nicht. Super Fashion Girl Magazin. Ah, ja. Mhm. Ja, sonst scheint hier keiner zu sein. Oh, wer bist du? Kenn ich dich schon? Halt, bleib doch mal stehen. Manu. Es ist verschlossen. Geöffnet von 9 bis 20 Uhr. Was ist das nochmal? Für einen Laden hier unten? Oh Gott. Mir fehlt hier eine Anzeige. Das ist der Laden. Tralala, okay, das sind, ist es der sind Laden. Sehr viele. Oh, hier sind Kühe. Kneipe. Christian, ich bin bei das Kühen. Ach, nee. Oh, ja, da war ich auch schon. Oh. Ah, das ist der von der Bücherei, okay. Und wer wohnt hier unten? Es ist verschlossen. Oh, Manu. Schick kleine Hütte mit Kühen. Wer bist du nochmal? Und da wohnt Karl. Der. Hm. Oh, sie will was Aufregendes, Scharfes kochen. Was? Ja, hier ist jemand, der heute eventuell was Scharfes, Aufregendes kochen will. Ah. Okay. Aber leider, ja, okay, wundert mich nicht, dass Vincent jetzt nicht mehr unterwegs ist. Wir haben 22 Uhr, ich mache mich mal auf dem Heimweg. Ist geschlossen. Ah, geöffnet von 9 bis 18 Uhr. Ach ja, stimmt, Heimweg. Hm. Jo, komm auch mal wieder in die Richtung. Ich weiß nicht, wo ich hier gerade am Rumlaufen bin. Ich habe ja... ich bin an irgendeinem Teich, einem neuen. Wo bin ich denn hier überhaupt? Ach Gott, nee. Komme ich da auch irgendwie rum? Kann man da durch irgendwie so? Haufenweise Steine und Holz und keine Ahnung. Ihr Garten. So, da geht's lang. Das Zeug rum. Ja, wo bin ich denn überhaupt? Ich glaube, ich komme bei uns raus. Kann das sein? Ja! Das ist Wenn unser... du richtig läufst, ja. Stimmt, das war unter uns. Genau. Ich habe noch so viel Energie, Mensch. Ja, wie ist es aber schon dran? Die Fische, wolltest du die verkaufen oder soll ich die in die Truhe packen? Nee, alles in die Truhe erstmal. Erstmal in unsere Truhe. Ja, okay. Fische erstmal in die Truhe. Okay. Wenn verkaufen wir die sowieso bei Willi, der gibt mehr. Ah, okay. Gut. Das Golderz packe ich dir auch da rein. Delle, Delle und das Miesmuschelding. So, hast du alles drin und ich gehe ins Bett. Bibi, husch, ab ins Bettchen. Yeah. Bei der Muschel müssen wir echt mal schauen, ob Willi die auch kauft. Oder okay. Ob wir die. Ja, ansonsten tun wir sie in die Kiste. Aber du hast immer ein Glück, du findest alles und ich nie was. So, guten Morgen. Oh. Nee. Fernsehprogramm. Nee, erstmal Brief. Ja. Ich wundere. Ich habe meine Lieblingsaxt verloren. Wenn du sie findest, bring sie sofort zurück. Ich habe eine ganz schöne, schwere Zeit ohne sie. Wer auch immer sie findet, bekommt 250 Finderlohn. Juhu. Robin. Von wem? Robin. Robin, okay. Die kann man auf der Karte finden, ja. Oh. So, kann ich jetzt mit Wetterbericht loslegen? Ich habe den Auftrag leider nicht angenommen. Ja, gucken wir mal. Vielleicht habe ich den Brief auch und kann den auch annehmen. Jo. So, erstmal Wettervorhersage für morgen. Morgen wird ein wunderschöner, sonniger Tag, okay? Dann, ja, Wahrsagerwetter. Was erzählst du? Ich sehe ein Glitzern in meiner Kristallkugel. Eine Scherbe des Wissens aus der Zukunft. Die Geister sind heute etwas genervt. Das Glück wird nicht auf deiner Seite sein. So Mist auch. Ja, vielleicht habe ich deswegen nichts geangelt. Du kannst heute wenigstens Sachen ernten. Ja. Die obere Reihe ist fertig. Das ist schön. Die unteren Sachen brauchen noch Wasser. Krähen plagen nicht verzagen. Du brauchst nur eine Vogelscheuche. Mit einer Vogelscheuche auf dem Hof kannst du die Krähen fernhalten. Schütze deine wertvollen Pflanzen. Eine Sache noch. Brauchst du einen größeren Rucksack für all deine Sachen? Schau mal im örtlichen Gemischtwarenladen nach. Hey, cool. Jo. Coole Infos. So, ich kümmere mich jetzt... 2000. Hier ums Gemüse. Einmal bitte. Hopp. Und ist das auch schon fertig? Oh ja. Cool, was wir da alles schon fertig haben, ey. Zack. Zack. Ich ernte mal alles Mögliche. Ist das schon fertig? Nein, das müsste gegossen werden. Okay, gießen wir mal kurz. Gieß, Blümchen, gieß. Oder hast du das schon gegossen? Sieht so aus, als hättest du schon gegossen. Oben habe ich ein paar gegossen. Ja, oben. Ja. Okay, gut, dann gieße ich jetzt noch unten die. Warte mal.
gießen, gießen, gießen. Die Musik ist aber auch genial gerade, oder? Ach, halt, warte, wie mache ich denn das? Wie machst du was? So. Ich habe gegossen, ich habe geerntet. Ernte in unsere grüne Tonne, ne? Danke für keine Antwort. Kann ich das? Nee, ernte nicht. Ja, doch, doch, doch. Erstmal oben rein. Nein, die können wir bei ihm direkt verkaufen. Da bekommen wir mehr. Soll ich sie wieder rausholen? Hä? Ich hab gefragt. Die Kiste. In unsere Kiste. Ja, gut. Das wollte ich ja nur wissen. Alles klar. Und ich hab den Brief, glaube ich, auch. Warte mal. Da ist ein Brief. Gucken. Verschwunden. Ich habe meine Lieblingsaxt verloren. Wenn du sie findest, bring sie sofort zurück. Ich habe eine schön schwere Zeit ohne sie. Ich habe eine ganz schön schwere Zeit. Was lese ich denn da? Wer auch immer sie findet, bekommt 250. Ich nehme den Auftrag an. Ich habe einen neuen Hofbucheintrag. Yeah. Cool. Gucken wir mal gleich. Hofbuch da. Robins verlorene Axt. Robin hat ihre Lieblingsaxt verloren. Das letzte Mal hat sie sie anscheinend auf Manis Ranch benutzt, um Holz zu hacken. Vielleicht sollte ich da mal hingehen und gucken. Ja, genau, du kannst nachgucken. Dann gehe ich über die Karte, weil ich weiß um Himmels Willen jetzt nicht, wo die komische Ranch ist. Wo waren die nochmal? Unten, unter dir. Mädchen? Da warst du doch gestern. War das unter mir, unter uns? Ah ja, tatsächlich. Das ah ja, da, cool. Von 9 bis 16 Uhr geöffnet, da kann ich mal reingucken. Super. Ich brauche noch einen Hering. Ich weiß leider nicht, wie ich die Köder benutze. Warte, was mache ich denn eigentlich wieder für einen Umstand, ey? So, klopf mal das Holz weg. Nachgucken. Ich komme ja hier sonst nicht durch. So, das war hier irgendwie nach unten laufend. Da ist der Weg. Okay. Hier könnten wir auch mal den Weg frei machen. Da kannst du ganz viel klopfen und machen und tun. Oh! Oh! Was ist denn hier kaputt? Pfui, es stinkt, sagt Jas. Dann hüpft da einer. Was macht der da? Vincent! Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Denkt. Warum ist sie verschlossen? Ich will die Kanalisation erkunden. Sieht nicht lecker aus. Cool. Ja. Ich, ich denke, Gunther hat den Schlüssel. Vincent. Professor Gunther, der Mann, der das Museum leitet? Warum denkst du das? Dass er ihn hat. Ich habe mal einen großen, alten, rostigen Schlüssel aus seinen Taschen fallen sehen. In eine gruselige Kanalluke wie diese kann nur ein großer, alter, rostiger Schlüssel passen. Und Fragezeichen über ihren Köpfen. Und hüpf. Und weg. So, jetzt habe ich Vincent gesehen, Mensch. Ah, warte mal. Irgendetwas darin bewegt sich. Oh, Hilfe, die haben Angst. Ey, die schlottern vor Angst und ich laufe einfach drauf zu. Was geht hier ab? Hilfe! Was geht hier ab? Denk. Und jetzt bin ich gesprungen und ja, schade, Sequenz vorbei. Oh, das war ja genial. Was war das denn jetzt? Oh Mann, Vincent, ich wollte... Jetzt ist er weg. Mist. Ich wollte doch noch nachträglich zum Geburtstag gratulieren. Chris, du musst da auch mal hin. Vielleicht kriegst du auch so einen schönen Einspieler. Nee. So, ich wollte... Wo wollte ich hin? Manis Hof, genau. Ach ja, ich suche ja eine Axt eigentlich, ne? Das war's. Jo. Dann mal gucken. Ich hab meine Fischmission mit den 3 Heringen geschafft. Yeah, Gratulation. Hat dafür 90 Gold bekommen. Cool. Oh, Mu, ich gehe jetzt da mal rein. Oh, ist das Mani? Hallo du? Kann ich dich begrüßen? Nee, hallo. Okay, kann ich mit dir reden? Ah, Super Tierbedarf. Hier ist Tierbedarf. Hier kannst du Tiere kaufen und auch nicht. Okay. Ich wollte aber die Mani nur mal anquatschen. Kann ich dich nicht anquatschen irgendwie? Wir brauchen erstmal einen Stall. Hi, brauchst du etwas? Ich suche eine Axt. Ich suche eine Axt. Ich bekomme vielleicht ein paar neue Tiere in der Zukunft. Ja, schön. Aber ich suche doch nur nach einer Axt. Hast du eine Axt gesehen? Hm, da oben ist Schlafzimmer. Da komme ich mit Sicherheit nicht rein. Hier ist eine Küche. Hat sie hier ihre Axt liegen lassen? Da ist auch ein Schlafzimmer mit Fußball und allem.
Ah, da ist das kleine Mädchen von eben. Warte mal, wie heißt du? Wer bist denn du? Komm her, mal mit dir reden will. Hallo? Ach ja, es war das. Ich soll nicht mit Fremden reden. Ach, dann lass es bleiben. ja, hübsch, hübsch. Schön, nett hier, aber eine Axt sehe ich keine. Also hier scheint die nicht zu sein. Gucken wir mal in der Umgebung. Vielleicht, ich hoffe, ich sehe die auch. Du weißt, wie blind ich bin. Hm, da liegt Holz. Hier ist ein Wegweiser. Ach, ist das süß. Ich habe jetzt auch Vincent und Jody getroffen. Cool. Wir waren gerade in der Krankenstation. Mhm. Da geht's dann wieder aus dem Bild raus. Meinst du, die liegt da irgendwie einfach so rum, so eine Axt? Ja, vielleicht. Ich weiß nicht, ob ich die überhaupt finden könnte, weil ich die Mission ja nicht habe. Ja, das ist doof. Also hier liegt jedenfalls Holz. Vielleicht habe ich ja Glück, wenn ich da einfach bei dem Holz ein bisschen rumsuche. Ich versuche zu finden. Da ist auch Holz. Oh Mann, die Gegend hier ist echt schön. Huch, ja. Baum. Da. Ich habe ja noch ganz viel Energie. Ich würde sagen, ich klopfe hier einfach mal ein bisschen von diesem Holz weg. Und dann sehe ich vielleicht was. Hatte ich schon zu. Okay. Da muss ich mal anders hin. Oder? Da. Jo, oh, ich habe einen Hasen gesehen. Ein Hasen. Ach, cool. Hase, komm raus. Ich töte dich. Schade. Toll. Ja, der ist leider im Busch verschwunden. Oh Mann. Was du immer alles findest. Ja, ich wollte es essen. Essen? Dann Hasen. Ah, was ist das? Nee. Da. Da ist doch irgendwas. Ah, das war auch nur ein Holz. Schade. Aber eine Axt sehe ich keine. Hallo, hier. Mere, stell dich doch mal in die richtige Richtung. Bin ich denn zu blöd dafür? Ja, manchmal schon, ne? Jetzt hab ich was, ey. Ja, aber ob man da eine Axt sieht, also ob ich die sehe, ist echt die Frage. Holz. Hast ja bestimmt noch einen Tag Zeit. Was? Hast doch bestimmt noch einen Tag Zeit. Oh, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ich habe Blumen. Warte mal kurz. Ich guck mal kurz ins Hofbuch. Na, komm. Falsch Richtung. Robins verlorene Axt. Da steht keine Zeit dabei. Einfach nur finde die Axt. Hm. Ja, okay, dann ist es eventuell nur ein Tag. Hm. Aber ich habe Blümchen. Löwenzahn. Gefunden. Oh nein, oh. Jetzt wird's dunkel, da finde ich ja nie was. Also, rauf jetzt da lang und lauf jetzt mal hier lang. Muss eher mal den Rückweg finden. Ja, eben, deswegen. Ich sollte mal mich auf den Weg zurück machen. Ah, wer ist denn das? Hallo. Stopp, bleib doch mal stehen. Bleib doch mal da, hallo. Lea, es gibt wirklich eine Menge Wildpflanzen in diesem Gebiet, wenn du weißt, wo man suchen muss. Schön. Danke für die Info. Oh. Nee, das ist ein ganzer Baum, den will ich nicht. Such eine Axt, Mensch. Rabe. Oh, was ist das? Da ist doch was Rosanes. Hier wackelt's im Busch. Da geh hin, das ist bestimmt die Axt. Ja, aber wie? Draufhauen? Jo, immer draufhauen. Kann ich aber nicht so richtig. Oh. Schade. Was hat denn da? Da ist auch was Lilanes irgendwie drumrum. Hallo, was machst du denn, Mädel? Also ich sag mal so, wir haben schon 9:30. Ja, ich versuche ja gerade. Ich möchte nicht, dass du umkippst. Also irgendwie tut sich da gerade nichts mehr. Menno, ärgerlich. Oh, hallo, wer ist denn da? Bist du das? Ja, ja. Ach so. Hier, guck mal, das Lilane. Ach, das ist bestimmt ein Stein. Ja, das wackelt schon nicht mehr. Sonst, ja, das ist ein Stein. Und da der Busch, der hat gewackelt. Welcher? Der bei dem Stein da war, der Busch. Oh, ich dachte, der Stein hätte gewackelt. Nein, nein, der Busch hat gewackelt. Ja gut, gehen wir erstmal wieder heim. Schade, im Dunkeln sieht man aber auch echt nichts hier. Blöd. Doch, lila Steine. Also wir müssen echt mal, ich muss mal so einen Tag hier reinstecken und wirklich mal von oben nach unten alles wegklopfen. Das nervt, dass immer alles im Weg ist. So, tschüss, gute Nacht. Schlaf gut. So, rein in die Hütte und ab ins Bett.
Menno. So, haben wir Geld gemacht? Also zählt es? Ich habe bei Willi verkauft und habe direkt Geld bekommen. Echt? Ich glaube, die Meldung, ja, ein paar, also natürlich. Ich glaube, aber die Meldung ist nicht gekommen. Und ich frage mich, ob man mehr bekommt, wenn man es in die Truhe tut. Das weiß ich nicht. Das müsste man mal testen. Das teste ich auch. Das war jetzt aber unser erster Tag, oder? Nee, das war schon der zweite. Ah. Und damit würde ich sagen, war's das auch wieder für die Folge. Mhm. Freut mich, dass ihr zugeschaut habt. Mich auch. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder vorbeischaut. Und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.